Herren, ich habe jetzt hier am Stand von Rotkäppchen mitten in der Länderhalle Sachsen-Anhalt den Mr. Leckermolchen, unseren Dieter Gorski aus dem Burgenlandkreis, den Geschäftsführer der Frischlehmolkerei aus Weißenfels. Er hat ein Lebenswerk abgeliefert. Er hat das Leckermolchen, unser Ostprodukt, deutschlandweit in die Verteilung gebracht und hat sich, ich sag mal, damit für uns unsterblich gemacht und steht für die starke Ernährungswirtschaft bei uns im Süden von Sachsen-Anhalt. Ja, vielen Dank, Thomas Böhm, für die vielen Vorschusslorbeeren. Ja. Leckermolchen ist ein kleines Produkt, aber natürlich, ich bin sehr stolz, aus dem Burgenlandkreis und die Ernährungswirtschaft im Burgenlandkreis, das ist ja auch eine Erfolgsgeschichte, das ist was Wunderbares und macht natürlich hier auf der Grünen Woche auch richtig Spaß. Prima. Und der Dieter Gorski ist ja auch ein Weinliebhaber. Da bist du natürlich hier auch genau richtig auf der Grünen Woche. Du hast schon einiges verkostet. Wie sind die Weine des letzten Jahrgangs? Die Weine des letzten Jahrganges von uns im Saale-Unstrut-Gebiet sind sehr vielversprechend. Oh. Aber das ist natürlich von den chemischen Daten, biologischen Daten, die wir so auch haben, noch sind sie ja sehr jung. Einige Jungweine konnte ich schon verkosten. Aber wenn ich an das denke, was die Ernte mit sich gebracht hat und mir wie viel Öchsel gelesen wurde, der Wein, und dann weiß, mit welcher Akribie die Kellermeister gerade ihre Arbeit machen, dann glaube ich, dass wir im Jahr 2016 einen sehr guten Jahrgang haben werden. Und man spricht ja auch, wenn man beim Wein ist, von einer großen Liebe. Zwei, die sich lieben, sind Wein und Käse. Kannst du das bestätigen? Milchprodukte, sprich besonders Käse und auch Wein, das ist etwas sehr Schönes, das passt auch gut zusammen. Zwei, die sich mögen, richtigerweise so gesagt. Super, Dieter. Ich bedanke mich für das Interview. Noch viel Spaß auf der Grünen Woche. Wir haben jetzt hier an unserem Gemeinschaftsstand von Saale-Unstrut in dem Burgenlandkreis den Geschäftsführer des Landesweingutes Kloster Forta. Und wir haben lange gewartet auf mal eine richtige Winternacht. Bis jetzt im Dezember ein Frühling gewesen, hohe Temperaturen. Aber jetzt soll es klappen. Die Nacht ist Eisweinlese. Also wir haben ja Bären draußen gelassen. An 2000 Stöcken steht roter Traminer, der schon wartet darauf endlich, dass es kalt wird. Wir sind voller Hoffnung, dass diese Nacht vielleicht doch eine offene Nacht ist, dass Strahlungskälte kommt. Und wir sind jetzt darauf eingerichtet, dass wir in dieser Nacht unseren Eiswein holen wollen. Es ist immer ein Wagnis. Niemand weiß, ob es wirklich funktioniert. Aber sind also frohe Hoffnung, dass das jetzt doch noch, dass sich unser Warten gelohnt hat und dass wir auch den Mut gehabt haben, so lange zu warten. Super, da muss man sich warm anziehen und es müssen ja -7 Grad mindestens sein. Es müssen mindestens 7 Grad sein. Leider war genau die Naumburg-Ecke diese Nacht noch nicht davon betroffen. Andere Teile Sachsen-Anhalts hatten ja schon 10 Grad und mehr minus. Ich hoffe sehr, dass das also diese Nacht jetzt auch nach Naumburg durchschlägt. Das Wetter sieht jetzt so aus, als ob es so wird. Und es wird ja dann ein wirklich guter Tropfen, was sehr Besonderes. Mit wie viel Liter oder Flaschen können wir rechnen? Ja, das kann man schwer vorhersetzen. Also ich denke schon, dass es wenigstens 100 Liter wären. Also das wären dann bei 0,37er Flaschen, also 250 Flaschen so in etwa, die wir dann rausbekommen. Wäre eine schöne Größenordnung. Und wie tut man das dann vermarkten, den Eiswein vom Kloster? Oder wie gibt es ja, da haben wir uns noch nicht weiter verständigt darauf. Mal sehen, wie es wird. Wir sind noch am Überlegen, auch von der Sorte her, dass wir die mit einfließen lassen. Also sind wir noch nicht, jetzt müssen wir das erstmal in den Keller kriegen. Da wünschen wir viel Erfolg, alles Gute heute Nacht. Wir denken an Sie. Danke. Ich gebe das auch gern weiter. Ja.